Und damit herzlichst willkommen zurück zu Scene Talk, zu einer Tragikomödie, beziehungsweise einer Komödie mit unter anderem Moritz Bleibtreu in der Hauptrolle. Wir reden über alles 50-50 und wie ich den fand, verrate ich euch natürlich nach dem Trailer. Und ihr, wie lange seid ihr jetzt schon zusammen? Wie lange ist das jetzt her? Wie lange sind wir jetzt? Wir sind geschieden. Milan hat diesmal eine Grenze übertreten mit einer Zeichnung, die er an eine Mitschülerin gerichtet hat. Ja, das, Milan ist ein glückliches Scheidungskind. Machen Sie sich da mal bitte keine Sorgen. Es gibt eine Lücke in Ihrem Erziehungssystem. Es gibt keine Lücke. Und in der Lücke macht Ihr Sohn, was er will. Das Problem können wir nur gemeinsam lösen. Du, ich und Papa, wir fahren zusammen in Sommerurlaub. Ja. Klare Kommunikation ist das Wichtigste. Sie machen alles schön getrennt. Mit wem gehe ich jetzt mit? Vermeiden Sie Missverständnisse. Hallo, er kann doch schwimmen! Er kann doch schwimmen. Es kann sein, dass Ihre unterschiedlichen Erziehungsstile das Kind verwirren. Das finde ich nicht gut. Ich misch mich nie ein. Super, dann können wir doch die Erziehung ganz den Geräten überlassen. Du machst natürlich alles richtig, ne? Du hast keinen einzigen Erziehungsratgeber gelesen. Weil da Müll drin steht. Jedes Kind ist hochbegabt. Was für ein Schwachsinn. Weißt du, wie viele dumme Kinder ich kenne? Ich heiße Mila. Sind deine Eltern auch getrennt? Aufregend. Erste Liebe. Wie habt ihr beide euch eigentlich kennengelernt? Ich bin Personal Trainer in einem eher noblen Schuppen in München. Und dann hast du einen Proteinshake ausgegeben. Ich will nicht, dass Milan irgendwann sagt, ihr wart schlechte Eltern. Das ist ein Scheißurlaub. Was für ein schöner Morgen, oder? Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr noch länger bleiben würdet. Ja, da kam jetzt ein bisschen Spucke dran. Wir schließen die Lücke. Ich bin dann irgendwann zum Arzt. Der war so eine Art Kopfarzt. Neurologe meinst du? Nein, ich glaube wirklich nur Köpfe. In Alles 50-50 geht es um Marion und Andy, gespielt von Laura Tonke und Moritz Bleibtreu. Und so sind sie, sind Eltern und teilen sich quasi das Sorgerecht ihres Sohnes Milan, gespielt von Valentin Tatenhorst, der hier immer alles exakt 50-50 bekommt. Darauf bestehen die Eltern, dass es genau 50% ist. Es wird nicht diskutiert. Hier wird genau immer das Gleiche gemacht. Und die entscheiden sich aber, wir fahren gemeinsam in Urlaub. Und dadurch merken sie dann aber, dass ihre eigentliche Erziehungsform, so wie die Lehrerin bei einem Gespräch in der Schule sagte, überhaupt nicht funktioniert und dem Kind viel zu viel Freiraum lässt, einfach Bullshit zu machen. Und das ist im Grunde die Geschichte in Alles 50-50, was aus der Perspektive von Milan auch gezeigt wird in vielen Momenten, der sich auch in ein Mädchen verliebt und urlaubt und dann hat es auch noch so eine Coming-of-Age-Komponente. Aber im Grunde ist das, was diesen Film so besonders macht, die Art und Weise, wie Milan mit seinem Vater Andy funktioniert und mit seiner Mutter Marion. Ich finde, dass die ein tolles Dreiergespann abliefern und auch richtig Spaß haben. Gerade die ersten 15, 20 Minuten sind teilweise zum Brüllen komisch, genauso wie die letzten 20, 30 Minuten. Und dann haben wir aber das Problem, dass der Film noch einen Mittelteil hat. Und alles, was in diesem Mittelteil passiert, ist so langweilig und dröge, dass ich die ganze Zeit lieber an meiner Plastikflasche rumgespielt habe, in meinem Getränk, als mich teilweise auf diesen Film zu konzentrieren, weil er mich dann wirklich einfach verloren hat. Es wird nichts Neues erzählt. Alles, was in diesem Film passiert ist, wussten wir schon. Und wir wissen auch, wo der Film die ganze Zeit hin wollte, bis zu einem Punkt. Und dass er dadurch ohne jede Überraschung aufwartet, auch die Gags wollen nicht mehr funktionieren, sorgen eher dafür, dass man da gelangweilt sitzt und sich auf die Geschichte und auf die Charaktere nicht mehr wirklich einlassen kann. Gerade weil man sich da auch immer wieder Momente nimmt, in denen man sehr Altherren-Gags abfeuert, die jetzt nicht zwingend in die heutige Zeit passen. Und da ist das irgendwie doch ein bisschen problematisch. Musste ich doch oft lachen, ja, aber wirklich nur am Anfang und am Ende, weil da sind echt einige gute Szenen dabei, gerade wenn
Moritz bleibt treu und Laura Tonke in die Schule gerufen werden, weil Milan Scheiße gebaut hat. Das ist hilarious. Und auch sobald sie irgendwann im Finale auf einem Campingplatz sind, ist das wirklich stark. Deswegen, für mich ist alles 50-50 eher ein guter Film, also nee, kein guter Film, ein mittelmäßiger Film, mehr nicht. Mehr auch nicht weniger. Auch nicht weniger. Von mir bekommt alles 50-50 5 von 10 möglichen Punkten. Habt ihr den Film gesehen? Dann schreibt ihr bitte in die Kommentare. Ich würde mich da sehr darüber freuen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Haut rein und bye.